eine Tombola und eine Versteigerung. Also bitte, bitte helft uns ein bisschen, unterstützt uns und das SOS Niederdorf. Das ist ja echt fein. Wir haben da Mädels, die was durchgehen. Hi, live für PicPro TV, heute Nina Bruckner bei ihrem Special Geburtstagsevent. Nina, alles Gute zum Geburtstag. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's fabelhaft. Also ich bin sehr, sehr froh, dass auch wegen dem Wetter, weil es ja so geregnet hat, trotzdem so viele Leute gekommen sind. Man darf auch nicht vergessen, es war ja nicht nur mein Geburtstag, sondern es war eben auch eine Charity. Okay, Charity wofür? Für Pfoten mit Herz natürlich. Hast du heute Geburtstag? Ich habe genau heute Geburtstag, ja. Ah, super, cool. Es schaut eben so aus, wir sind ein gemeinnütziger Verein, ein junger, uns gibt es jetzt knapp 2 Jahre. Eineinhalb, Bambis Geburtstag, das ist sowieso ein Tag, den wir unbedingt zu einem National- und Staatsfeiertag machen sollten. Und der zweite ganz wichtige Anlass ist Pfoten mit Herz. Und da sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen, am Geburtstag was Gutes tun. Und wir werden das jetzt alle machen. Ich finde, an unserem Geburtstag spenden wir jetzt immer am Pfoten mit Herz. Und das ist eine schöne Sache. Ich werde das machen und das sollten wir alle jetzt in Zukunft. Ja, ist das da. Also Nina, recht herzlichen Dank, dass du deinen Geburtstag auch zu unserem Zweck, ja, also dass du das Charity bei uns machst, für Pfoten mit Herz. Also recht herzlichen Dank. Und ja, Dank. Gerne. Ich bedanke mich auch noch beim Greauer Beisel, beim Herrn Oliver Badur. Ja, genau, ja. Was verbindet euch an diesem Abend hier? Ja, ich bewundere Monika und ich bin ein Riesenfan von ihr. Das ist wirklich eine Frau zum Verlieben und nicht nur aufgrund ihrer äußeren, sondern auch aufgrund ihrer inneren Werte, weil sie wirklich Gutes tut. Und ich weiß, sie ist eine Karrierefrau, die sehr viel arbeitet. Also im Endeffekt, sie schaufelt sich die Zeit für Charity, für Karitatives frei. Sie hat die Zeit nicht wirklich, sie macht sich diese Zeit. Das finde ich ganz leibend und lässig. Im Endeffekt ist sie für mich einfach die absolute Wienerin des Jahres. Monika Pfeffer ist einfach die Nummer 1. Ich wünsche Pfoten mit Herz, ganz viele wohltätige Pfoten, die tief in die Tasche greifen und da vor allem fleißig Euros herausziehen und an diesen tollen Verein rüberlassen. Applaus für unseren Mordsersatz. Kollektion. Wie gesagt, die Teile gibt es seit 3 Jahren. Wir haben hier insgesamt 11 Länder, wo die verkauft werden. Das heißt, es läuft gut, es ist ein spannendes Buch. Kann, dass sie ihre Seele baumeln lässt, weil sie halt Arbeitstier ist. Die arbeitet wirklich 7 Tage die Woche, die ist super fleißig mit der Family, mit der Firma, mit den Eltern. 50, hey! Sonderapplaus! Danke vielmals! Roxana hat 60 Euro geboten. Bitte, Bären, bitte. 100 Euro, das tut unendlich. 52. Ja, jetzt geht's los! Bis später! 350 Euro zu setzen. 300 Euro! 300 Euro zum dritten Zuschauer!
herzlichen Dank. Eine fünfstöckige Torte. Pro TV heute mit Dieter Schmäler bei Bambis Geburtstagsevent. Dieter, du bist für 300 Euro versteigert worden. So viel habe ich noch nie in meinem Leben bekommen für 1,5 Stunden. Ehrlich? Aber nicht ich, sondern eben Toten mit Herz. Eine Tanzstunde. Darf ich ein kleines Geheimnis verraten? Ich muss es runterschwenken. Schau, wir halten die ganze Zeit rein. Weil wir beide so nervös sind, wir sind zum ersten Mal im Fernsehen. Ja. Und jetzt tanze ich mit der Chefin 1,5 Stunden. Und sachgerechter Aufsicht der Profitänzerin Katrin Menzinger. Kannst du was erzählen über Pfoten mit Herz? Nur das Beste, wenn sonst wäre ich nicht dabei. Das sage ich jetzt einmal ganz kurz. Ich habe mir das angeschaut und das ist einfach, wie sagt man in Wien, das ist leibend. Das ist leibend. Und da gibt es auch viele andere, die so hineinspielen. Ich zum Beispiel kümmere mich auch um die Bären, wenn ich das hier erzählen darf. Ich weiß, das ist etwas anderes, aber die Tanzbären kümmere ich mich auch. Die sind, habe ich unlängst einen in Arbesbach untergebracht. Also nicht, ich habe ihn nicht getragen, ja, aber ich habe ihn bekämpft.